Green Secure. Mehr Freude an IT. Wie funktioniert das eigentlich mit den digitalen Videos und der Komprimierung? Ja, moin. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Worum geht es eigentlich in diesem Video gerade, fragst du dich? Wir benutzen seit Jahren ja völlig selbstverständlich im Internet irgendwelche Videostreams, irgendwelche Videoplattformen, kurz gesagt digitale Videos. Ja, früher war das bei DVDs, ja, jetzt später bei Blu-rays. Und jetzt kennst du das vielleicht auch von früher, wenn du von Freunden mal so eine gerippte DVD bekommen hast. Entweder war das komprimierte VCD, also dieses Video-CD-Format, oder später das Super-Video-CD, also SVCD-Format. Ja, oder vielleicht sogar eine DVD ohne Menüs, ja, weil das vom Platz her so ein Problem war. Deswegen wurden die DVDs dann ohne Menüs komplett nur der Film gerippt und dann hast du von deinem Kumpel da eine DVD gebrannt bekommen. Kennen ganz, ganz viele Leute, also wer vor 20 Jahren Filme ausgetauscht hat, noch auf CDs und DVDs, der kennt das sehr, sehr gut. Und nichtsdestotrotz, auch heute noch, funktioniert das nach den gleichen Prinzipien. Damit diese Videospeicherung funktioniert, auf der DVD, auf unserem Computer, wie auch immer, sind sogenannte Videocodecs vonnöten. Ja? Und die speichern den Film in einer sogenannten Containerdatei, ja? Zum Beispiel AVI, A-V-I. Ja? Dieses Format ist unter Windows jahrelang völlig selbstverständlich gewesen. So, und jetzt gibt es verschiedene Beispiele für Videocodecs. Ja? Ein Codec kann also sein, ein Codec, der es komprimiert, also kleiner macht, die Datei, die bei dir liegt. Damit es aber auch abgespielt werden kann, brauchst du auch einen Codec, der dekodiert das. Also es gibt einen sogenannten Encoder und einen Decoder. Ja? Und jetzt mal so ein paar Beispiele für Videocodecs. Und da wirst du dann wahrscheinlich sagen, ach, alles klar. Und zwar, es gibt einmal den MPEG-1. Ja? Das ist der Codec, der damals für die sehr beliebten Video-CDs verantwortlich war. Der wurde da genommen. Dann gab es MPEG-2. Das ist für Super-Video-CDs, also die SVCDs, für MVCD, KVCD, für DVDs, für DVB, ja, das digitale Fernsehen, und für HDTV. Ist dieser Codec, also MPEG-2, verantwortlich. Und die typischen gängigen Bezeichnungen, auch Herstellernamen, kennst du vielleicht auch sogar. Das ist TMPG-Enc, ja, also ein TMPG-Encoder, CinemaCraft-Encoder und ganz bekannt der FFmpeg. Und jetzt gibt es noch einen anderen. Und zwar ist das der MPEG-4. Legendär, kann ich nur sagen, legendär, ja. Nämlich fing vor, ich sag mal, knapp 20 Jahren an, unsere digitale Filmwelt zu revolutionieren. Vielleicht kennst du das nämlich auch. Also die damaligen Codecs MPEG-4, die hatten eine wahnsinnig gute Qualität und gaben dafür aber relativ kleine Dateigrößen ab. Ja? Die Qualität war also relativ gut im Verhältnis für die damalige Zeit. Ja, das ist zwar jetzt schon lange her, aber es hat damals die digitale Filmwelt revolutioniert. Und jetzt kommt's. Vielleicht kennst du die Namen DivX oder XVID noch. Diese beiden Codecs. Die haben uns nämlich auch die sogenannten AVI-Dateien erzeugt. Bekannte Namen auch hier ist XVID natürlich, 3IVS von der Nero AG. Die haben auch mehrere Codecs im Audio- und Videobereich entwickelt. Und natürlich auch der FFmpeg. Ja? Und jetzt ein kleiner Fact dazu für den Background. Der damals so extrem beliebte DivX-Codec, ja, der bekannteste davon war dieser DivX 3.11, ja, ist entstanden durch den Hack von Microsoft. Ja? Also nein, nicht Microsoft hat geklaut, sondern andersrum. Microsoft wurde beklaut. Also da haben Leute Diebstahl begangen an einem Microsoft-Codec und haben daraus unter anderem den DivX 3.11-Codec entwickelt. Also ganz legal war die ganze Geschichte nicht. Und jetzt heute bei YouTube, bei Netflix, bei Blu-rays und vielen, vielen anderen wird der sogenannte H.264-Codec verwendet und auch H.265. Ja?
Die haben eine wahnsinnig hohe Effizienz, also die machen in der Codierung eine wirklich gute Qualität und relativ kleine Dateien. Am Ende des Videos werde ich nämlich mal erklären, was so eine Videodatei unkomprimiert für eine Größe hätte. Ja. So, aber jetzt fragst du dich bei dem ganzen Blabla hier, wie genau funktioniert das jetzt eigentlich mit diesen Videocodecs? Ja, gute Frage und das möchte ich dir mal erklären. Dieser Codec, der unser Video kleiner machen soll, der hat folgende Aufgabe. Er soll das Video, was ihm gerade vorliegt, also ein großes Video, soll er natürlich in möglichst guter Qualität, möglichst platzsparend umwandeln. Und in jedem Video gibt es natürlich Bilder, ja, viele Bilder, aber nicht wirklich jedes dieser Bilder wird auch gebraucht. So, jetzt stell dir mal vor, du hast eine Szene, an dieser Szene, da sitzt, also die Kamera hält auf diese Szene rauf und nichts verändert sich da. Kaum irgendwas verändert sich da, weil da vielleicht Dinge im Weg sind, in der Perspektive von irgendwelchen Dingen, die sich jetzt gerade nicht bewegen. Was weiß ich, Gebäude, Pflanzen, vielleicht auch ein Mensch, der sich überhaupt nicht bewegt gerade. Das wäre ja jetzt totale Verschwendung, alle Bilder, die da in dem Video vorkommen, jetzt nochmal wieder extra als Bild abzuspeichern. So, und jetzt kommt was Cooles. Diese Videocodecs merken sich von Bild zu Bild die Unterschiede. Ja, also es werden sich die Unterschiede, die Veränderungen werden sich gemerkt. Ja, dazu wird so ein Bild in verschiedene Makroblöcke aufgeteilt und dann werden diese Frames, diese Bilder miteinander verglichen. Das ist hochkompliziert, mathematische Algorithmen, aber damit du es mal so basic-mäßig verstehst, was da passiert. Und woran du das jetzt merkst, wenn du ein hochkomprimiertes Video abspielst, haha, das kennst du bestimmt. Du hast bestimmt in so einem hochkomprimierten Video schon mal vor- oder zurückgespult und hattest garantiert auch mal dieses verzerrte, schwammige Bild. Ja, mit diesen ganzen Artefakten, wo du denkst, hä, was ist das denn jetzt? Wo das ein paar Sekunden gedauert hat, bis er sich wieder gefangen hatte. Ja, das, was sich da dort zeigt, das hängt mit den sogenannten Keyframes zusammen. Keyframes, das sind Schlüsselbilder. Ja, wenn du dieses schwammige, verzerrte hast, dann fehlt an dieser Stelle, wo du hingespult hast, ein sogenannter Keyframe. Ja? Hä? Keyframe? Ja, das sind halt, wie gesagt, diese Schlüsselbilder, die alle paar Sekunden kommen sollten. Und zwischen diesen Schlüsselbildern werden sich die Unterschiede gemerkt, ja, die Veränderungen. Und ja, wenn du jetzt im Video hin oder her spulst, wenn das so komisch aussieht, liegt das daran, dass da kein Keyframe war. Und in der Kompression, Videokompression, werden diese Keyframes auch als sogenannte Intraframes bezeichnet. Und die Videokompression speichert im Datenstrom also nur Änderungen, die von einem Keyframe zum nächsten Frame aufgetreten sind. Ja, da nimmt die Menge, die Speicherplatzmenge der Information natürlich total ab, wird natürlich viel kleiner. Ne? Und dabei wird natürlich auf den Umstand gebaut, dass die meisten Einzelbilder nur geringe Veränderungen von einem Frame zum anderen Frame aufweisen. Ne? Wann immer aber eine drastische Änderung in diesem Frame auftritt, zum Beispiel vom Wechsel von einer Einstellungsgröße zur anderen oder bei einem Szenewechsel, ja, ist klar, wenn du jetzt komplett eine neue Szene in diesem Video hast, ist ein sogenannter Intraframe oder Keyframe erforderlich. Also da braucht es halt ein neues Bild dann. Ne? Darum gilt auch hier, je höher die Dichte an Keyframes, ja, also je mehr davon, desto besser ist die Qualität, ganz klar, aber auch die Speichergröße nimmt natürlich extrem zu. Ne? Und weil die Videokompression nur die kleinsten Änderungen zwischen diesen Einzelbildern speichert, ist ein schneller Vor- oder Rücklauf, also dieses Spulen diesen Videos, zu einer beliebigen Stelle im Videostream unmöglich. Ja? Darum wird in der Praxis oftmals ein Intraframe, also so ein Keyframe, so ein Schlüsselbild, einmal pro 10 Sekunden wieder ausgegeben. Ja, der macht also so ein Standbild alle 10 Sekunden, auch wenn sich das Videobild optisch dadurch nicht verändern würde.
Damit ist eine Suche innerhalb des Videostreams in Abständen von mindestens 10 Sekunden möglich. Ja, vielleicht kennst du dieses Phänomen, ich kenne es sehr gut und finde den Hintergrund natürlich sehr interessant. So, die Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass damit der resultierende Videostream, also diese Videodatei, größer wird, weil nun viele Keyframes dazugefügt worden sind, ist ja ganz klar, ne? Und manchmal sind die vielleicht gar nicht für die Darstellung wichtig gewesen, ne? Und dieser Nachteil, der führt jedoch nicht zu einem bedeutenden Kompressionsverlust, wenn die Bitrate bereits auf einen hohen Wert für bessere Qualität eingestellt ist. Ja, wie beispielsweise im DVD-MPEG-2-Format. So, und jetzt gibt es übrigens bei Codecs und auch bei Codierungen, Videokodieren, auch das sogenannte Two-Pass-Verfahren oder Zwei-Pass. Dadurch läuft der Codierer zweimal das Video. Ist total interessant. Beim ersten Mal analysiert er alles. Da wird erstmal geguckt, ach Mensch, was kann ich denn hier so alles toll machen? Wie kann ich das irgendwie optimieren und perfekt machen? Und beim zweiten Mal optimiert er weiter. Also das, was er gelernt hat im ersten Durchgang, das wendet er im zweiten Durchgang noch weiter an. Und durchführt den eigentlichen Prozess des Codierens, des Kleinermachens. Sehr genial. Du kannst damit unheimlich tolle Videos in relativ kleiner Dateigröße erzeugen. Und in damaligen Zeiten, wo das Internet noch sehr, sehr langsam war, waren diese Technologien natürlich Gold wert, keine Frage, ja. Denn dadurch konnten schon sehr früh die Videos im Internet ja sehr schnell verbreitet werden, ja. Aber auch heute noch sind die Techniken sehr wichtig. Warum? Jetzt kommt's, das, was ich am Anfang schon gesagt hatte. Als Beispiel, ein 4K-Film, ja, wenn du ein 4K-Video guckst, unkomprimiert, verbraucht, pass auf, 12.000 Megabit pro Sekunde. Das sind umgerechnet 1,46 Gigabyte pro Sekunde. Pro Sekunde. Ja, und jetzt weißt du, wie wichtig Videokompression ist und dass es unser usual oder daily business ist, dass wir sowas anwenden, dass wir sowas benutzen, ganz klar. Ja, jetzt habe ich Fragen an dich. Wusstest du das schon? Kanntest du diese Technik schon? Und mit welchen Videocodecs hast du schon so zusammengearbeitet? Ja, welche kennst du vielleicht schon? Weißt du das? Schreib mir das doch mal hier unten in die Kommentare rein, das würde mich sehr freuen. Ja, ich hoffe, du konntest hier ein bisschen was lernen, konntest ein bisschen was mitnehmen. Ich freue mich auf das nächste Video mit dir und ja, wünsche noch einen ganz tollen Tag. Dein Christoph. Hey, hat dir das gefallen? Dann gib uns doch bitte einen Daumen nach oben. Über einen Kommentar hier unten würde ich mich sehr, sehr freuen. Und auf jeden Fall nicht vergessen, hier unten rechts die Glocke zu aktivieren. Danke dir!